Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Wir sind wieder bei SAR. Wir reden heute mal ein bisschen über die Motorelektronik mit Sascha. Hi. Erzähl mal, was hast du gemacht? Wo hast du angefangen? Also in erster Linie bin ich natürlich im Motorraum angefangen. Hab mir erstmal das ganze Spektakel angeguckt, was ich jetzt hier für Zuleitung habe, welche Stecker ich habe. Daraufhin habe ich mir die Schaltpläne besorgt. Habe die Schaltpläne einmal von Diesel besorgt und einmal vom Golf 7R. Hab die mir aufgeschlüsselt, schön in der Excel-Tabelle aufgeschrieben, welcher Pin was ist, wie von dem Golf 7, wie auch von dem Diesel. Alles zusammen raus, schön aufgelöst. Und danach bin ich dann angefangen, das Ganze zusammenzuführen. Mhm. Du hast so ein Programm für dich selbst, sag ich mal, wo du... Wie kann ich mir das vorstellen? Also du musst dir so vorstellen, ich habe erstmal eine Excel-Liste erstellt von dem Steuergerätestecker, den ich im Diesel habe. Das heißt, ich stelle meinen Pins, Stecker nennt sich T91, ne? T91, 91 Positionen und jedes Kabel, was darin belegt ist, ist beschrieben, was es genau tut, woher es kommt und wo es hinführen soll. Mhm. Und dasselbe habe ich dann auch bei dem anderen Pinout von dem Golf 7 gemacht. Dann lege ich mir beide Excel-Listen nebeneinander und schreibe mir dann auf, zum Beispiel von Pin zu Pin, was bei den 5-Zylindern etwas einfacher ist als bei dem Diesel, weil das Diesel nochmal kleine Relais-Steuergeräte mehr hat, die wir anderweitig belegen müssen und dem Bordnetz-Steuergerät auch sagen müssen, was es zu tun hat. Es ist ein bisschen aufwendiger, Diesel auf Benziner umzubauen. Alleine schon, wie ich es letztes Mal gesagt habe, mit der ganzen Überwachung, die dabei ist. Ne? Mhm, aber mir wurde gesagt, dass man dir auch die Kabelstränge, dass man dir die Farben nennen kann oder und du weißt sofort, was ist, dass du das so im Schlaf kannst. Ja gut, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Woche draußen bin, dann klar, ich weiß die grundsätzlichen Kabelfarben, die kenne ich. Das ist kein Problem für mich. Aber wenn ich jetzt wirklich in meiner Materie drin bin, dann ja, prinzipiell könntest du mich aufwecken und ich wüsste es. Wir haben einen Zeitraffer, das habe ich noch nicht gesehen, weil ich bei der Verkabelung selbst nicht dabei war. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon gesehen habt oder nicht. Wie lange hast du dafür ungefähr gebraucht für die ganze Kabelgeschichte? Wenn ich es jetzt in Stunden zusammenzähle, lass es 8 bis 10 Stunden sein. Aber dadurch, dass ich immer wieder wo weg musste, mal in den Schaltplan gucken musste und so weiter, so, ja, ich denke so zweieinhalb Tage werde ich da schon insgesamt dran gesessen haben. Wenn ich jetzt rein in Arbeit nur umpinnen rechnen würde, denke ich, wäre ich bei 6 bis 8 Stunden. Mhm. Kannst du mal den Stecker zeigen? Weil wenn ich da jetzt die Kamera drauf halte, wird man das nicht sehen, weil du hast das so gemacht, dass es echt aussieht wie original. Dass wir einfach mal für die Zuschauer ja mal den Stecker zeigen. Ja, genau, das mache ich einmal. Wir haben hier einmal das Steuergerät sitzen. Es ist jetzt noch offen, weil wir noch ein bisschen was an der Kodierung am machen sind. Ja. Also prinzipiell dieser Stecker hier, der T105, der kommt ja immer direkt vom Motor. Der ist auch immer fest verkabelt, an dem brauche ich auch nichts ändern. Mhm. Weil, wie gesagt, es ist der komplett eigenständige Motorkabelbaum. Die Stecker, die ich ändern muss, ist einmal der T91, der vom Innenraum zum Steuergerät geht. Mhm. Und wie auch leichte Kabelbrücken hat zu dem T14 und T8 oder beim Festlift T10 Stecker. Prinzipiell ändere ich die Bepinnung hier drin. Gegebenenfalls für irgendwelche Relaissteuerungen, die das Auto nicht hat, müssen wir natürlich neue Kabel bis zum Sicherungskasten ziehen, mhm, wie auch zum Innenraum. Und dann wird das Bordnetzsteuergerät natürlich umkodiert. Ne? Beim Diesel hast du es halt auch, dass ich hier unten drin noch ein bisschen was umpinnen muss. Weil wir, wie gesagt, hier haben wir das Vorglührelais und das ist ja kein normales Relais. Ne? Dann, das brauchen wir doch aber jetzt nicht mehr, genau, das mehr, brauchen oder? Wir nicht mehr. Ich lasse es jetzt einfach nur drinnen, dass wir da keine Feuchtigkeit drin haben. Was neu dazu kommt, ist dieses Relais hier. Das ist dann das Motorsteuerungskomponentenrelais und das Hauptrelais. Mhm. Okay. Und das war der einzige Kabelbaum quasi, den du machen musstest? Oder gibt es noch mehr an dem Elektronikpaket, sage ich mal, was da gemacht werden musste. Ja, also es muss ein bisschen mehr gemacht werden als bei einem normalen Golf 7R. Aus dem einfachen Grund, wir haben keine Abgasklappen. Ich habe ja für die Abgasklappenvorbereitung schon die Kabel fertig. Weil, da werdet ihr noch ein Video sehen, wie eine Abgasanlage gebaut wird. Zum einen. dann hat man halt die ganzen Zusatzkabel, die da liegen, wie für EGT-Sonden, für den Diesel. Für was ist EGT? EGT ist Engine Gas Temperature, also auf Deutsch Abgastemperatursensor. Mhm.
Dann hat man ja unten unterm Auto nochmal eine Stauklappe hinterm Rußpartikelfilter, um dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Drehmomentfreude unten reinzubringen. Das ist dann wie so eine Drosselklappe unten im Auspuff, die einfach nur auf und zu macht, wie es es gerade braucht. Okay. Um den Fahrzyklus ein bisschen zu ändern. Die Kabel und sowas, dass alles nicht so dumm rumliegt und keinen Begriff hat, wird das nach mache ich die halt raus, ne? Dass es nicht einfach dumm rumliegt, ne? Dass es so aussieht, als wäre es nicht. Ich lege da auch immer sehr viel Wert drauf, dass ich das so serie wie möglich gestalte, wie hier zum Beispiel mit dem Klebeband, dass alles zu ist, dass die Kabel scheuer sicher sind, dass wir da kein Kabelbrand oder irgendwelche Probleme nachher haben. Ne? Mhm. Genau, was wir hier jetzt auch noch zusätzlich machen mussten, ist, dass als wir den Kühler ja getauscht haben, hat es ja einen Grund gehabt, einmal wegen der Position, da die Wasserkühler sich unterschieden haben, doch mussten wir diesen Sensor hier noch mit anbringen. Ne? Dann legen wir hier einfach nochmal neuen Kabel mit rein, was direkt mit zu diesem Stecker geht. Mhm. In dem letzten Video, was jetzt am Sonntag rausgekommen ist, heute ist ja quasi für die Zuschauer schon Mittwoch, stand in den Kommentaren zum Beispiel der Klimakondensator. Den haben wir natürlich, hätten wir tauschen können, ja. Wir wollten das Ganze aber so kostengünstig wie möglich machen. Bei der nächstmöglichen Gelegenheit, wo man da wieder rankommt, werden wir das Ding natürlich ersetzen. Hattet ihr recht, muss man so sagen. Ja, prinzipiell haben die Kunden da recht, natürlich. In der Regel, je nachdem wie er aussieht, bitte ich auch immer darum, dass er gewechselt wird. Nur in dem Fall hatte ich halt, er war dicht gewesen, er sah zwar nicht mehr so gut aus von den Kühlrippen her, aber das, wenn ich den neuen Kühler einbaue, er sieht nach einem Sommer genauso wieder aus. Ne? Mhm. Und normalerweise, wenn man da nicht dran geht, ist so ein Kühler auch über 15 Jahre oder 20 Jahre drin, bis irgendwann mal was kommt. Ne? Ja, also deswegen hast du auch nichts gesagt. Genau. Okay. Das nur mal nochmal, wollte ich nochmal fürs Verständnis erwähnt haben. Genauso wie mit dem Ausrücklager, wurde ja auch angesprochen, aber das Ausrücklager hat einfach nicht viel gelaufen. Es war ein wirklich guten Zustand gewesen, sonst hätte ich es auch direkt mitgetauscht. Ne? Oh, wir sitzen jetzt im Auto. Die Nebengeräusche müsst ihr natürlich immer in der Werkstatt so ein bisschen drüber hinwegsehen, weil wir sind halt in der Werkstatt, da muss gearbeitet werden. Ihr habt den Tacho jetzt schon mal, weil es ist ein Digital-Tacho, habt ihr schon mal, wie man sieht, da ist ein bisschen mehr Drehzahl. Das heißt, den habt ihr schon auf Benziner quasi umprogrammiert. Genau. Warum leuchten da jetzt noch die Lampen? Ja, zu einem, ich habe das Motorsteuergerät in der Hand. Okay. Ne? Da werden auch so ein paar einige Fehler kommen, wie diese ganzen Initialisierungsprogramme wie Reifendrucksensor, GAA und so weiter und so fort, wird alles leuchten, weil er hat es ja nicht mehr gespeichert, ne? Mhm. Weil ich habe es ja in der Hand. Okay. Zum einen ist das Steuergerät noch offen, ne? Weil wir das noch oftmals auf den Tisch legen müssen, um die Codierungsvariante passend zum Auto zu schreiben. Ne? Man weiß ja, dass der Golf 7R ein Allrad ist und der GTD ist natürlich ein Frontantrieb. Dem Steuergerät müssen wir sagen, hallo, du bist nur Frontantrieb und du hast nur ein Schaltgetriebe anstatt ein DSG. Genauso müssen wir die Protokolle herausfinden, dass die Geschwindigkeitsregelanlage, ABS, Notbremsassistenten und sonstige Assistenten, die wir jetzt noch in dem Fahrzeug verbaut haben, dass sie auch mit dem Steuergerät vernünftig zusammensprechen. Ne? Mhm. Dann habe ich noch mal eine Frage, wo ich gerade mein Display hier sehe. Und zwar, man hat ja diesen Atmosphärendruck, dass er immer auf 1 Bar ist. Ist der nur beim Diesel oder habe ich den beim Benziner auch? Viele kodieren sich den sogar beim Benziner nach. Atmosphärendruck ist klar. Wir haben ungefähr Atmosphäre immer zwischen 995 bis 1 Bar. Ne, das ist auch, dass er dann immer ein bisschen drüber anzeigt. Dasselbe haben wir aber auch in den MAP-Sensoren im Motorsteuergerät. Wenn wir jetzt 2 Bar fahren, dann haben wir tatsächlich stehen 3000 Kilopascal. Mhm. Ne, immer 1 Bar drüber. Okay. Aber, und das könnte man wegkodieren, dass der das nicht mit anzeigt? Oder wird das trotzdem immer so sein? Man kann die berichtigen. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Aber das wäre eine Sache, wo man sich auch gut mit beschäftigen könnte. Ich denke, das ist eine Sache der Justierung, in welcher Höhe er jetzt anzeigen soll oder nicht. Mhm. Dass man den Grundwert einfach verändert. Ja, okay. War nur mal rein für mich. Mhm. Okay. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir haben gesehen, Motor ist drin, Getriebe ist drin. Elektronik seid ihr jetzt gerade noch bei? Nee, Elektronik sind wir prinzipiell durch. Okay. Also von der Verkabelung her. Es funktioniert auch alles. Es fährt auch sauber. Das, wie gesagt, das einzige Problem ist noch, dass wir diese ganzen Kannbotschaften, Protokolle, Handshake zwischen den Steuergeräten, dass das alles noch in Einklang gerät. Mhm.
Das ist aber, wie gesagt, man muss es dafür mehrfach ausbauen. Darum ist es auch noch offen, weil wir es jedes Mal wieder aufmachen müssen, auf Tisch schreiben. Mhm. Aber ansonsten gibt es da nicht allzu viel zu erwähnen. Okay. So, das war es soweit zu der Motorelektronik. Im nächsten Video oder in den nächsten Videos gehen wir nochmal auf die ganze Problematik ein. Und natürlich, weil es euch am meisten interessiert, was der ganze Spaß überhaupt gekostet hat. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ciao. Ciao.